Ja, wir möchten mit einem kurzen Bericht geben über die letzte Gemeinderatssitzung vom vergangenen Montag, 11. Dezember. Ja, unter Punkt 1 war der Prüfbericht der BHU-Umgebung. Der wurde zur Kenntnis genommen und der Nachtragsvoranschlag mit geringfügigen Änderungen wurde ebenso behandelt und einstimmig angenommen. Unter Punkt 3 waren wieder die Förderungen. Da gibt es 2.200 Euro jeweils für den Sportverein sowie für die Musikkapelle. Und der Verein Liebenswertes Zwettl bekommt heuer 1.600 Euro. Und die Bibliothek für ihre hervorragende Arbeit wieder 1 Euro pro Einwohner. Also aufgerundet sind das 1.800 Euro. Okay. Habe ich durchgerechnet. Ja, zu den Erhaltungsbeiträgen für das unbebaute Bauland. Sie wurden auf Antrag des Bürgermeisters von 48 Cent auf 66 Cent pro Quadratmeter für das kommende Jahr erhöht. Soll einerseits die Erhaltungskosten decken, als auch die Baulandmobilisierung erhöhen. Für eine 1000 Quadratmeter Parzelle zahlt man ab 2024 statt bisher 480 Euro nun 660 Euro. Ja, im nächsten Punkt ist es um die Abfuhrintervalle gegangen bei der Müllabfuhr. Da hat es bisher 2 bis 2, 4 und 8 Wochen Intervalle gegeben. 8 Wochen sind gesetzlich leider nicht mehr erlaubt. Daher wurde generell umgestellt auf 3 und 6 Wochen. Leider gibt es eine Erhöhung. Trotzdem ging es bei 20% auf die Abfallgebühr und 25% auf die Grundgebühr. Da waren wir als SPÖ-Fraktion dagegen, weil es wurde ursprünglich angekündigt, wenn wir die Intervalländerung machen, gibt es keine Erhöhung und das spricht nicht gerade für eine vorausschauende Handlungsweise des Bezirksopferverbandes, weil man trotzdem sozusagen die Steigerung hat, obwohl wir die Abfallintervalle verkürzt haben. Gut. Leider keine Mehrheit erreichten wir bei unserem Antrag bezüglich einer Staffelung der Portionspreise für unsere Kinder im Kindergarten, für Krabbelgruppe, Hort und Nabe. Wir hätten nach der Erhöhung auf 4,60 € pro Portion eine soziale Staffelung vorgeschlagen. In Oberneukirchen kostet das gleiche gesunde Essen zwischen 3,50 € im Kindergarten, 3,70 € in der Volksschule und 4 € in der NMS. Ja, wir bekommen das Essen um 4,40 € plus 20 Cent Transportkosten. Uns wäre hier eine Entlastung der Eltern, die es brauchen, wichtig gewesen. Leider wurde unser Vorschlag von der ÖVP-Mehrheit im Gemeinderat abgelehnt. Die Eltern müssen sich nach ihrer Meinung das leisten können. Ja, dafür haben wir uns gleich im nächsten Punkt auch für das Gemeinderat was geleistet. Im weiteren Punkt war eine großzügige Unterstützung für den Seniorenbund. Diesmal leider ohne Beratung im zuständigen Ausschuss. Heißt offiziell, es geht um die Unterstützung für die Senioren. Wurde mit ÖVP-Mehrheit beschlossen, dass wir in Zukunft Miete für das Pfarrheim bezahlen, für die Seniorennachmittage und das sogar rückwirkend für 2023. Uns wäre da eine Beratung im Ausschuss wichtig gewesen, weil es ist wirklich demokratiepolitisch bedenklich, dass da die ÖVP einfach den Antrag einbringt und drüber fährt mit ihrer absoluten Mehrheit, ohne dass wir das im zuständigen Ausschuss vorher behandelt hätten. Gut, da sind wir jetzt. Unter Punkt 13 wurden die Wärmeliefertarife mit der Ökoenergie Zwettl für das Schulgebäude angepasst. In Punkt 14 wurde ein flexibles Arbeitszeitmodell für den Bauhof beschlossen. Ja, Punkt 15, was länger diskutiert worden ist, war die Errichtung einer PV-Anlage am gerade sanierten Bauhof. Durch eine Gesetzesänderung wurde die zugesagte oder laufende Förderzusage nicht mehr auf 2024 verlängert. Die Förderzusage gibt es ja schon seit 2022, aber wurde daher nicht mehr verlängert und so ist eine Errichtung 2023 dringend notwendig. 2023 dauert nicht mehr so lang und daher hat das sofort sein müssen. Leider hat die Finanzierungszusage von der Landesrätin lange weniger so lange gedauert, dass in der Zwischenzeit die Netto Österreich die Einspeisezusage von 50 KVBIK auf 21 KVBIK gesenkt hat, was natürlich sehr schade ist, weil hier wurde eine große Chance verspielt. Spannend ist in dem Fall, wie schnell das gehen kann, wann es gehen soll. Am Montag in der Gemeinderatssitzung wurde das beschlossen. Am Dienstag um 9 Uhr war die Feuerwehr mit der DMB beim Bauhof und hat begonnen, das Dach abzuschaufeln. Und am Nachmittag hat die Firma die Paneele
am Dach des Bauhofes montiert und wahrscheinlich liefert die Anlage, sofern es wieder schöner wird, demnächst auch gleich Strom. Es geht also auch schnell. Als letzten Punkt wurde die Umstellung auf das Jugendtaxi auf die App behandelt. Ab 2024 gibt es die Jugendtaxi-Gutscheine für die Zwettler Jugendlichen zwischen 16 und 20 Jahren in digitaler Form, die sie leicht bei der sicheren Heimfahrt von der Disco einlösen können. In Zukunft läuft das alles über die For You-App, ein Schritt in eine digitale Abrechnung. Ja, das treibt mich natürlich besonders mit der For You-App als Ausschussvorsitzender, dass das geschafft ist. Die Jugendlichen werden da demnächst einen Brief kriegen, dass sie sich ab Jänner das wieder auflohnen können, wie gehabt. Um 60 oder 90 Euro gibt es Gutscheine und jeweils ein Drittel ist selber zu bezahlen, also 20 oder 30 Euro. Ja, das war's wieder von der letzten Gemeinderatssitzung. Dankeschön und wir wünschen schöne Feiertage, frohe Weihnachten und rutscht gut um. Danke. Frohe Weihnachten.